Ja, ich bin Benischek, Blaue Lagune, heute bei uns am Ghetto Immobilientag. Das Thema des Tages: Sanieren, Modulbau, also eigentlich Kernthemen, die du auch in der Blauen Lagune ansprichst. Was waren für dich interessante Learnings an diesem Tag? Naja, es ist interessant, wenn man so ein bisschen die verschiedenen Meinungen oder auch wenn man auch ein bisschen den Kenntnisstand bekommt, oder wie weit sich die verschiedensten Leute schon mit dieser Thematik identifiziert haben, oder? Und da habe ich zum Beispiel gesehen, jetzt nicht im Bösen gemeint, da ist noch ziemlicher Nachholbedarf. Also es ist wirklich ein extremer Nachholbedarf, bitte, dass das Thema Modulbau und diese Dinge mehr in die Köpfe der Leute kommen. Ja, Modulbau in der Sanierung, das klingt aber auch komplex, weil natürlich ist jede Immobilie ein Einzelstück und Module sind Module. Wie funktioniert das in der Praxis? Was gibt es da für Lösungen? Ich habe das Beispiel heute kurz bei der Podiumsdiskussion gebracht, oder? Und zwar ist das komplett recht, oder? Modulbau für die Sanierung, das passt nicht zusammen. Aber gerade wenn ich heute sprich von der Nachverdichtung im Städtebau, kann ich oben mit Modulen arbeiten, ein, zwei Geschosse draufsetzen und eben, wie ich es heute gebracht habe, mit vorgehängten Fassaden mit die thermische Sanierung des kompletten Gebäudes machen. Und so habe ich beides mit einem Schritt erreicht. Einmal Nachverdichtung und einmal Sanierung. Das ist ja das Stichwort serielle Sanierung. Wie stehst du dazu? Welche Erfahrungen hast du mit diesem Thema? Ja, es ist eigentlich noch ein sehr junger Markt bei uns. An sich, die serielle Sanierung ist ein interessantes Thema, ist international teilweise schon weiter wie in Österreich, aber schon langsam spürt man es bei uns auch, oder? Es geht einfach darum, ich sage einmal, beginne mit den sogenannten Nachkriegsbauten, bitte. Die sind eher, sage ich mal, bitte sollen so böse klingen, aber eher Fadenarchitekturkisten, oder? Hier haben wir exorbitante, gute Möglichkeiten, mit serieller Sanierung was zu tun. Wie war der Immobilientag heute für dich? Für mich tadellos wie immer. Kompliment. Dankeschön.